So, und da sind wir wieder bei Borderlands 2. Joho. Wir fahren jetzt hier voll raus. Wie solche Bad Boys. Ich empfinde eine tiefe Dunkelheit. Da werde ich ein Klammer-Symbol entdeckt. Ich will da jetzt nicht zu weit raus. Achtung, Sie werden. Achtung, dies ist die letzte Wahl. Warum funktioniert er nicht, Angel? Ich weiß nicht. Ich habe jedes Iridium, das ich habe, in dich hineingepumpt. Und der verdammte Schlüssel funktioniert trotzdem nicht. Warum? Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Du bist eine Sirene. Du bist einzigartig. Also sorg dafür, dass er funktioniert. Ich will diesen Krieger, Angel. Ich will ihn wach, okay? Ich will ihn unter Kontrolle. Und ich will ihn jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt. Vielleicht später. Hui. Hab ich jetzt wirklich den Skeg dadurch gekillt? Keine Ahnung. Ich spüre das Rot. Mitarbeiter durch Angels Funktionsstörung. Meine Axt hat Durst. Ihre Frau hat das bereits vorgeschlagen, ehe sie verschwunden. Jimmy, notiere bitte. Ich erdrossle Mr. Morin, weil er meine Frau erwähnt hat. Wirkt Mr. Morin? Nein, Jimmy. Wirkt man zum Beispiel, wenn einem etwas im Hals stecken bleibt. Da ich aber Mr. Morins Luftröhre mit meiner Uhrkette zerquetsche, ist Erdrosseln der treffende Begriff. So. Steht heute sonst noch etwas auf der Tagesordnung, Jimmy? Ich heiße Jeffrey, Sir. Und nein. Danke, Jimmy. Na dann, die Drinks gehen auf Handsome Jack. Dupti-du. Jetzt müssen wir nur so uns verständigen. Ha! Woran erinnert mich das noch? Kann das sein, dass dieser Rack die ganze Zeit. Nein! Zu viel nein, nein, nein! Nein! Nee. Da ist es! Erpressung ist so ein hässliches Wort, finden Sie nicht? Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, es ist überhaupt kein hässliches Wort. Es ist ein geiles Wort. Erpressung. Sagen wir es zusammen. Erpress. Oh, fahren Sie zur Hölle, John. Nur weil Sie mit Ihrer Vermutung in puncto Pandora Glück hatten, heißt das nicht. Weil ich recht hatte, meinen Sie wohl. Und sagen Sie Jack zu mir, Idiot. Sie konnten vielleicht die anderen Direktoren einschüchtern, damit sie ihre Anteile abtreten. Aber ich kenne sie. Ich weiß, dass sich hinter dieser lächerlichen Maske ein mieser, kleiner Niemand verbirgt. Mr. Tessiter, mich würde etwas interessieren. Kennen Sie den Unterschied zwischen Würgen und Erdrosseln? Okay. Und abgeben. Ich glaube aber noch nicht, dass die Skeks wieder da sind. Doch, die sind wieder da. Das ist natürlich gut. Schnittwunde! Salz! Herrgott, wo ist mein Salz? Salz! Herrgott, wo ist mein Salz? Was für ein fantastischer Blutjunge aus mir geworden ist! Ja. Oh, wollte ich gar nicht.
Kommt da noch was, wenn wir die Mission auch aktiviert haben? Ich glaube nicht. Jetzt komm erwacht, blöd auf ins Gemetzel! Zeit für ein bisschen Randale! Mag meine Stimme dann total dunkel wird, wenn ich das mache. Lass mich! Terminiert! Wie der die einfach alle fertig macht. Ich muss mir unbedingt einen extra Arm bauen. Nur für High Fives. Die gefällt mir. Was ist das für eine? Sniper mit 1500 Schaden. Angel, bring diese Nachricht zu demjenigen, der die Bauarbeiten draußen im Nexus koordiniert. Egal was passiert, sorg dafür, dass die alte Banditenstadt Firestone heißt sie, glaube ich. Sorg dafür, dass sie stehen bleibt. An diesem dreckigen kleinen Rastplatz hat alles begonnen. Und noch was. Ich möchte auf die Firmenagenda setzen, dass wir ihren Namen von Firestone in Jackville umbenennen. Ich will diesen Banditen Bastarden Salz in die Wunde streuen, verstehst du? Ich will, dass diese Kammer jagen. Hey, du hast alle Waffenteile gefunden. Bring sie her, dann baue ich sie dir zusammen. Gut, haben wir das auch. Ja, mit der Shotgun ist gar nicht schlecht, weil die schießt ja immer so gut, wie sich auf Entfernung halt nach Kuppel sieht. Ja. Je näher ich ran bin, desto mehr Schaden mache ich damit. Das ist gratis, dieses Mal. Wenn ich je Zweifel hatte, dass Jack sterben muss, jetzt nicht mehr. Ja, kannst ja aussuchen, welche Sniper du haben willst. Ja. Die untere genommen. Ich habe die obere genommen. Und die nämlich beide scheiße. Ne, ich auch. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. So, jetzt können wir zurück nach Sanctuary. Haben wir noch großartig was an Missionen? Nur das. Wow. Dann sind wir jetzt auch nicht mehr weit weg vom Ende, ne? Ja. Glaubst du, das können wir heute noch in der Session machen? Bestimmt. Ich glaube, das machst du heute auch nur so lange, damit du ein klares Gewissen hast am Ende, weißt du? Ja. Damit du dann so sagen kannst, ja, aber das Hauptspiel, das haben wir durch. Das klang jetzt gerade nur so ein bisschen homosexuell. Das war nicht gewollt. Warum klang das jetzt homosexuell? Ja, aber das Hauptspiel, das haben wir durch. Ist mir jetzt gar nicht mal so aufgefallen. Ja, scheren Sie mich nicht, lass dich bloß nicht wieder blicken. Es passt hier 200 rein in die Shotgun. Ich nehme mir mehr SMG und noch eine Granate. Warum huste ich jetzt die ganze Zeit? Keine Ahnung. So, ich gebe dann mal die Mission ab, ne? Tu das. Jetzt ist Schluss. Ja. Jack, Lilith und der Krieger sind am Heroes Pass. Und dahin gehen wir jetzt. Das ist der letzte Kampf, Amigo. Wenn du dich vorbereiten musst, dann jetzt. Sieh dich in der Stadt um. Hey, Slack! Wir haben nicht viel, aber sie wollen dir helfen. Hyperion hat den Eingang zum Heroes Pass verriegelt. Geh zurück zu Claptrap. Du brauchst ihn, um den Weg für dich freizumachen. Brick und ich treffen dich, sobald du drin bist. Sieg oder Niederlage. Wollen wir nicht zusammen mit denen reden? Gemeinsam. Ja, ist eine gute Idee. Direkt zu Claptrap gehen. Für Roland. Für Pandora.
Obwohl ich normalerweise Probleme habe, meine Gedanken in Worte zu kleiden, die dich nicht total verwirren oder anekeln, habe ich nun das Gefühl, dass meine mentalen Prozesse überraschend konzentriert sind. Ich habe nur zwei Worte für dich. Die vielleicht wichtigsten zwei Worte, die je auf Pandora gesprochen wurden. Töte Jack! Hier, das könnte dir bei deinen Bemühungen helfen, ein irrsinnig großes Loch in Jacks Gesicht zu hinterlassen. Schutzartefakt. Hast du das auch bekommen jetzt oder nur ich? Waffen, Waffen, Waffen! Ich glaube nämlich nur ich. Jupp, yep, nur ich. Hä? Ich sag nur ich und dann sagst du, ja, nur ich. Also hast du es jetzt nicht? Ich meine, nein, ich hab's nicht. Der gibt uns doch bestimmt ein Schild oder sowas. Sowas erwarte ich zumindest. Worte sind nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Dennoch möchte ich dich wissen lassen, dass ich dich unterstütze. Jack hat mich aus meinem Haus in Firestone geworfen. Und es wird Zeit, dass er bekommt, was er verdient. Hier, dachte, du könntest es gebrauchen. Was ist denn das für einer? Double Time Booster Shield. Double Time. Ist für Rapper. Ist jetzt aber nicht so meins. Meins auch nicht. Ja gut, dann nehme ich den. Willkommen in Dr. Selbsttragbare Klinik. Hier ist was richtig viel Mitmomenter Zeugs. Echt? Schon und unterwegs. Aber nicht so tolles. Ja, das ist wirklich nichts so Tolles. Und für mich kommt ja auch nichts mehr Tolles. Wenn dieser Kammerjäger vorbeikommt, sag ihm alles Liebe von mir, okay? Was? Oh nein, das werde ich nicht machen. Ich meine alles Gute, Scooter. Ah. Oh. Okay, das ergibt mehr Sinn. Hey, und wenn wir es nicht schaffen und wenn Jack seinen Krieger weckt oder so, dann sag mal, dass ich sie liebe. Oh, Himmelmädel, das weiß sie doch schon. Kennst du familiäre Versöhnung? Ja! Warum machst du das immer? Oh, hey Mann, Ellie und ich haben gerade über dich geredet. Jetzt sieh zu, dass du lebend zurückkommst, ja? Und wenn's geht, dann bring bitte Jacks Kopf auf einem Spieß mit. Okay? Was Guter sagte, ich will den Schädel dieses Wichsers aushöhlen und Nachos daraus essen. Oh, hätte ich fast vergessen. Ellie und ich haben was für dich. Hoffe, es hilft. Nein. Sie geben uns immer nur Müll. Hier, damit habe ich mir den Arsch abgewischt. Kauf ich. Nehme ich den dann immer trotzdem noch weg. Denn trotz, dass es scheiße ist, kann man es ja immer noch verkaufen. Ja. Aber das Geld wirst du nicht zu Gesicht bekommen. Ich habe langsam genug von diesem Handsome Jackass. Erledige ihn, dann wirst du nie wieder für einen Drink bezahlen. Hier, ich habe was für dich. Ich habe hier aber auch so gut wie nie was getrunken, von daher. Die nehme ich mal mit. Nun, mein alter Freund, ich wünsche dir das Beste. Mögest du von deiner Reise mit Blut an den Händen und einem Lächeln auf dem Gesicht zurückkehren. Oh, hätte ich fast vergessen. Bitte sehr. Seht euch den scharfen Killstick an. Nein. Nö? Dein Kommentar war gerade super. Nein, den kann ich nicht gebrauchen. Ich hab gerade gesagt, seht euch den scharfen Killstick an. Bei mir hast du gesagt, ich mag meine Schätze wie meine Babys. Roh. Ja, das würde ich auch im Real Life sagen. Und aus was hat meine Tante gefressen? Ich verpflichte dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Jacks Monopol auf Waffen kickt mich fast aus dem Geschäft. Aber das ist nicht der Grund, warum ich seinen Tod will. Ich will ihn tot sehen, weil er ein gieriger, mordender Bastard ist, der schreiend sterben muss. Viel Glück! Hier, kannst du vielleicht brauchen? Nö.
Die wollen uns immer irgendwas andrehen und was die mögen es einfach nicht. Hier ist Tiny. Ich habe dir ein Gedicht geschrieben und das geht etwa so. Also, töte Jack. Das war ein Gedicht von Tiny Tina. Kannst du das bitte nochmal vortragen? Ich will mir das einrahmen irgendwo. Komm jederzeit wieder vorbei. Ich kann gleich nochmal im Internet schauen, wie genau es ging. Ich erinnere mich nicht mehr an den exakten Wortlaut. Das Gedicht oder wie man das einrahmt? Zeit, die Sache zu beenden, Untertan! Wir treffen uns in Iridium Blight! Hast du dir verdient? So gefällt mir das! Ich hab dem eine High Five gegeben. Hast du dir verdient? Ja. So, darf ich dann schnell reisen? Ich würde gerne einmal nochmal umskillen. Ernsthaft? Ja. Nicht mal ich skill so oft um. So, die Sache ist... So, dich da nehmen wir... Und dich dann nehmen wir ein paar Mal. Und dich da möchte ich nehmen. Ansonsten. Ich könnte Brenn mich nieder nehmen. Mal den Krieg an. Jetzt! Will ein Upgrade? Deathtrap kriegt ein Upgrade! Ernsthaft? Deathtrap will ein Upgrade? Deathtrap kriegt ein Upgrade! Muss mich gleich mal angucken. Hey! Die Crimson Raiders haben mich gerettet, als Jacks Schergen meine Stadt gestürmt haben. Ist mir egal, du bist fett. Okay. Hab jetzt mal meine Skillpunkte zwischen zwei Skilltrees verteilt. Guck mal. Ja. Sieht schick aus. Der Wurfstern. Es ist Zeit! Es ist Zeit! Sorry. Ich erinnere mich. Das lange Warten. Sofort. Beinahe vermisse ich es. Einen Moment noch. Das lange Warten vor dem Kill. Okay, jetzt kannst du losgehen. So langsam vermisse ich es. Sehr geil! Hey. Hat Claptrap gerade einfach im Hintergrund gesagt, sehr geil. Spürst du das? Dieses Knistern in der Luft, wenn man jemand unbedingt umbringen will. Hab ich lange nicht mehr gespürt. Alles, um ihn davon abzuhalten, den Krieger zu retten. Selbst wenn du mich dazu töten musst. Lieber tot als eine alte Jungfer. Mike und ich treffen dich am Heroes Pass. Sieg oder Niederlage, wir beenden das gemeinsam. Du hast im Übrigen gerade diesen Schlafen mir Schaden zugefügt. Aber ich möchte, dass du weißt. Warum kann ich das? Dass ich eine Menge Spaß hatte. Jetzt geht's, Untertan! Der Tag unserer Rache ist gekommen! Reißen wir diesem Planeten den Arsch auf! Ja! Ja, Roadtrip! Hyperion wird es bereuen, jemals einen Fuß auf Pandora gesetzt zu haben! Untertan, ich werde diese Tür öffnen, damit ich diesen Bastard Handsome Jack selbst erledigen kann! Nee, das mache ich. Hörst du mich, Jack? Du hast meine Freunde getötet! Du hast meine Modellreihe vernichtet! Ich bin der letzte existierende Claptrap und ich steck deinen Kadaver meiner Eier ins Maul! Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich ziehe Feuer auf dich, während ich mich zur Tür hochstehle. Unsichtbar! Gescheit
ich dir gesagt. Gut gemacht, Untertan. Ich hab mich bei der Steuerung enttarnt. Lass mich diese Tür öffnen. Eine Tür? Glaubst du, eine Tür hält mich auf, Jack? Ich bin dafür geschaffen, Türen zu öffnen. Zugriff verweigert. Was? Ich sagte, und öffne dich und nicht, und schließ ein paar andere Türen. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Nein, nicht noch mehr Einheiten absetzen. Es tut mir leid, hübsche, weiche Stimme. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Level. Ja. Ich dürste nach deinem Blut. Ich hänge mich als Sicherheitsnetz. Ich bin die Größte. Ja, ich hab's geschafft. Ich fahre die Verteidigung runter. Und zwar jetzt. Aktiviere zusätzliche Türverteidigung. Geschütze eingesetzt. Gott, verfluchte Scheiße. Also darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Scheiße am Stiel! Da kommen noch mehr Bots! Vorsicht, ein Hohen oder was, mein Freund! Erstich mich tausendmal! Ich hab eine Idee! Ich hänge die Schütze, damit sie für uns kämpfen! Ich spüre den Schmerz! Zeit für ein bisschen Randale! Komm schon, Baby! Nur sei doch nicht so! Zugriff gewährt. Heilige Scheiße! Es hat tatsächlich ich funktioniert! Kenne deinen die Geschütze kämpfen jetzt für uns! Ich habe tatsächlich mal was geschafft! Ich glaub selbst nicht. Das glaubst du? Dass er was geschafft hat. Ja. Ist unglaublich. Die helfen uns jetzt, die Automatik. Ich überbrücke die Türschlösser! Ja. Halt durch, Untertan! Feuersniper. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Meine Blitzsniper verursacht schon Feuerschaden. Keine Blitzsniper. Ja, ich habe einen Schaden elektrische Verbrennung. Wenn ich Blitzschaden verursache, habe ich eine 36%ige Chance, Feuerschaden zu verursachen. Komme ich wieder hoch. Niemals aufhören zu killen! Niemals! Ich habe deine Seele verschlungen! Verstärkung erschöpft. Mach dir nichts draus, Baby! Bist nicht das erste Mädel, dem das passiert? Und öffne dich! Ja. Wir haben es geschafft, Untertan! Jack dachte, er könnte uns mit einer Tür aufhalten. Ha! Ich wurde erschaffen, um Türen zu öffnen. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten, Untertan. Gemeinsam werden wir Pandora befreien. Ich werde dich in die Schlacht führen. Ich werde Handsome Jack mit bloßen Händen töten. Ich werde Stufen. Nein! Untertan, du musst ohne mich weitermachen. Mach deinem Gebieter alle Ehre. Bis dann. Bye bye. Jack, woher wusstest du, dass Treppen mein einziger Schwachpunkt sind? Außer Stromschlag.
Schlägen und Explosionen und Schusswaffen, Rostkorrosion, heftige Tritte, Viren, Beschimpfungen, Sturz aus großer Höhe, Ertrinken, Altersdiabetes, dumm angeguckt zu werden, Herzanfälle, Sauerstoffexplosion, Zurückweisung durch Frauen und Haustierallergien. Deine Brillanz wird nur noch durch deine Bosheit übertroffen. Ich werde mich dann mal... Der einfach weiterreden will, aber die Neid wird. Spürst du's, Kindsmörder? Der Schlüssel ist bald aufgeladen. Das Ende der Welt naht. Ich hab jetzt gerade 25 Minuten. Was meinst du? Glaubst du, wir würden den Weg dahin schaffen und dann noch das Ende in deiner Folge? Ich weiß es nicht. Belastet dich dein vieles Geld? Weil sonst hätten wir vielleicht bei dir, wenn's falsch läuft, eine zu kurze Folge. Naja. Ich würde sagen, entweder wir machen dann bei mir eine kürzere Folge oder wir machen jetzt bei dir eine richtig lange Folge. Was ist dir lieber? Naja, wir haben jetzt 26 Minuten. Wollen wir dann wechseln? Ja, können wir auch machen. Okay. Und dann würde ich sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.